Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu etwas anderem Commentary. Heute mal mit den Tipps und Tricks rund um Bed Wars. Denn ich dachte mal, vielleicht kann man abseits von SG mal was anderes machen und deswegen heute mal Bed Wars. Ich spiele natürlich noch nicht allzu lange Bed Wars, habe natürlich viel, viel mehr Erfahrung bei Survival Games, aber ich dachte mir, vielleicht kann man ja mal versuchen, in Richtung Bed Wars irgendwas zu starten. Ganz wichtig ist, wir spielen hier 4x8x2 spielen wir hier, glaube ich, ne? Ja, 8x2 ist es. Und ganz wichtig ist eben, dass du am Anfang mit deinem Teamkollegen, wenn du eben dann im Team, im Teamspeak bist, also quasi Pre-Made bist, dann kannst du auf jeden Fall gucken, dass du dich ein bisschen mit mir absprichst. Ganz klar die Blöcke. Am Anfang läuft der erste vor, setzt die ersten Blöcke, danach geht der andere zur Seite und jetzt in diesem Moment kann der andere in der Mitte quasi sagen, ob einer vielleicht zur Base kommt, damit wir zurückgehen können. Ah, dieses Bed Wars ist natürlich ein Teamspiel auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen zu wenig Blöcke mitgenommen. Hätten wir vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen können, aber ist nicht allzu geil gewesen. Trotzdem klappt es irgendwie einigermaßen. Und jetzt kommen wir schon zum ersten schwierigen Punkt, denn da sehen wir schon einen anrasseln, einen Typen. Und ich möchte ganz gerne eine Zweierbarrikade setzen, die ich aber nicht schaffe zu setzen, um ihn eben abzuhalten, rüberzukommen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wenig springen, denn bei so einer Situation, das Bett ist noch nicht zugebaut, wir haben da, das Bett kann sehr schnell weg sein, aber wir müssen es halt eben immer so schnell, dass der Typ nicht vorbeikommt und im Endeffekt stirbt er dann eben an uns, was dann relativ gut gemacht ist. Hier müssen wir einmal kurz jetzt diese Taktik machen, die wir eben machen wollten und wir bauen jetzt allererstes mal unser Bett ein, denn es muss erstmal geschützt sein, ansonsten ist das Bett in wenigen Schlägen weg, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle selber, das ist ja nichts mehr Neues gerade, aber es will einfach nicht funktionieren hier gerade anscheinend. Auf jeden Fall ist das so die erste Instanz, die man eben machen muss, damit man das irgendwie gebacken bekommt, den Anfang zu überleben. Der zweite Schritt ist auf jeden Fall erstmal vielleicht dann auch ein bisschen was zurückzulegen. Sprich, du holst dir dann irgendwie eine Kiste, packst da ein paar Sachen rein, dass du vielleicht 3-4 Mal immer wieder laufen kannst, nach vorne rushen kannst im Zweifel auch, denn das kann dir auf jeden Fall in gewissen Situationen sehr, sehr krass weiterhelfen. Hier holen wir uns aber schon mal einen Bogen und so, damit wir erstmal vollkommen equipped sind und die erste Runde in der Mitte dann verharren können. Denn dann kommt die Phase, wo wir die Mitte verteidigen. Wir müssen eben gucken, wo kommt eventuell jemand, wo ist eventuell jemand, der einen angreifen müsste. Du musst eben 3 Seiten beachten. Da ist gelb, da ist grün und da ist auch noch blau, glaube ich. Rot sind wir nämlich. Wir müssen immer gucken, wo man hier irgendwie bleibt. Immer schön in die Ritzen reinstellen hier, damit man in den Ritzen, ja, da geht das Gold am allerbesten weg. Hier treffen wir ihn nicht. Heißt für uns ganz kurz zurückgehen auf eine Plattform, wo wir uns ein bisschen besser verteidigen können. Denn er hat ein Schwert. Wir nur momentan hier eine Spitzhacke in der Hand, was ein bisschen verpeilt ist, denn wir haben eigentlich ein Schwert dabei, aber es ist im Inventar. Gut zu wissen. Auf jeden Fall muss man da ein bisschen zurückgehen, wenn man eben nur einen Bogen hat, denn Bogen ist natürlich für die Distanz zuständig und trotzdem kann man eben auch mit dem Bogen schießen. Wenn wir hier sind, jetzt nämlich auch sehen, denn wir rushen jetzt mal den ersten Gegner, und das ist das Gelb. Und du kannst natürlich Bowspammen. Bowspammen ist vollkommen in Ordnung, auch wenn super viele immer sagen, du scheiß Bowspammer. Das ist meistens nur, was ich darüber aufrege. Das ist bei mir genauso. Ich reg mich auch über Bowspammer auf, aber mache es natürlich auch selber. Es ist ein ganz normales, legitimes Mittel, das du anwenden kannst. Hier bei den 2 Blöcken ein bisschen zurücklaufen, damit du das Bett auch wunderbar bekommen kannst. Also Bogenschießen auf diesem 1x1-Weg oder auf diesem 1x30-Weg mehr oder weniger, ist es natürlich super, super effektiv. Warum also nicht tun? Warum deine Sachen, die du hast, nicht einsetzen? Jetzt haben wir hier Team Blau, die eine Barrikade gebaut haben und wir versuchen jetzt quasi seitlich den Typen, der da hinten steht, irgendwie zu bekommen. Schaffen wir aber nicht, weil er so gut versteckt ist. Deswegen wollen wir uns noch ein bisschen nach zur Seite ausschlagen, damit wir den bekommen können. Hinten ist auch noch ein bisschen safe, damit wir da nicht runterfallen können, falls wir weggebombt werden, aber wir fallen runter, weil wir auf dem Halbstep waren und Halbstep ist immer ziemlich scheiße. Dumm gelaufen. So, aber erstmal davon freikommen, wegkommen, wie auch immer und zwischenzeitlich war gelb-grün natürlich, grün in der Mitte und ich hole mir deswegen No Stuff und versuche die mal irgendwie abzulenken, indem ich mal hier so ein bisschen nach oben baue. Sie wollen mich beide angreifen, schaffen sie aber nicht, weil ich schon zu hoch bin im richtigen Moment quasi. Kann hier mehr oder weniger rüberspringen, die haben das Bett sogar nur die Ecken, was natürlich ziemlich blöd von denen gemacht worden ist. Deswegen können wir jetzt mal gucken, ob wir einen von beiden bekommen. Dies tun wir gleich auch, wir bekommen einen von den beiden, beim anderen wird es ein bisschen schwieriger und da kommen wir zu einer kniffligen Situation, denn wir sehen gleich, er überlebt, wir überleben nicht. Was machst du jetzt? Du musst sofort instant mit No Stuff, mit irgendetwas, was ein bisschen Schwert ist, hinlaufen, damit du den bekommen kannst. Ansonsten verbarrikadiert er sich oder towert eventuell sogar noch
Und da musst du dich eben auch mal selber opfern, um dann eben trotzdem noch das Ganze zu schaffen. Zwischenzeit hätte ich blau so ein bisschen nach rechts gebaut, um eben zur ersten Eisenquelle zu kommen, um dich mal schwerer zu machen, etc. Rüstung, pipapo. Aber wir snacken uns quasi mal diesen Weg ein bisschen weg, damit wir das Eisen aufsammeln können und machen jetzt quasi einen Safe-Weg, dass wir quasi zwei Angriffsmöglichkeiten haben, von vorne und eben auch von rechts, um blau eventuell ausschalten zu können, denn die haben immer noch einen Bogen und somit haben wir einen Safe-Weg, den wir auch dann benutzen können. Denn von hier ist es halt relativ schwer zu treffen, aber wird auch nicht mehr allzu schlimm werden. Und jetzt haben wir uns dann ein bisschen in der Mitte verkämmt und ein bisschen Gold geholt. Ist natürlich auch voll legitim. Haben einen Stärketrank genommen, Enderperle und rein da. Da ist der Bogenschütze, der natürlich auch jetzt ein bisschen spammt. Aber immer schön blocken, damit du möglichst wenig Schaden bekommst. Wir haben natürlich hier auch nochmal eine Erholungsflasche, ein Heiltrank. Nehmen wir mal eben ganz kurz. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich bin auch ein bisschen überfordert mit der Situation. Vielleicht dann mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es am besten gelöst hättet. Aber folgendermaßen ist der Fall. Von oben wird runtergeschossen. Ich werde auch getroffen ab und an. Da vorne ist ein Typ. Ich versuche mich ja so ein bisschen einzubauen seitlich. Habe aber nur noch 4 Herzen und ich werde die auch nicht mehr durch den Raggen können, weil er von vorne immer ankommen kann und mich quasi wieder downhitten kann. Also im Prinzip müssen wir irgendwas tun. Ich weiß aber nicht genau was. Ich will mir jetzt hier einen kleinen Weg bauen, um den Typen gleich von oben irgendwie zu bekommen. Bauen wir da gleich irgendwann mal, komme ich auf die Idee, mehr einen Block dahin zu bauen, da ist er nämlich auch, und will jetzt nach oben rushen, aber es ist zu weit, schaffe ich nicht, deswegen gehe ich mal irgendwie hier rein. Der Typ von hinten greife ich aus dem Glück nicht an, denn er ist irgendwo anders lang gelaufen, wo auch immer er hingelaufen mag sein haben tun, keine Ahnung, ist auch egal, denn wir können es mal hier durchsneaken. Sneaken ist immer sehr wichtig, damit der Typ nicht genau weiß, wo wir sind, und jetzt geht's hammerhart los, denn jetzt bowstet er natürlich weiter. Wir haben noch 2 Herzen, immer schön blocken dabei, 1,5 Herzen, ein halbes Herz und wir schaffen es, ihn zu besiegen. Dann machen wir einen großen Fehler und springen da runter und sterben, anstatt das Bett abzubauen. Das ist richtig scheiße gewesen. Deswegen kann Blau in die Mitte kommen. Wir bauen uns nach oben, denn nur so, wenn wir den Weg abbauen, kann man nur so nach oben kommen und auch darunter springen und kann jetzt quasi die Range und den Schwung, den man hat, auch ausnutzen. Und meine Güte, das hat man dann irgendwie geschafft. Da war aber auch nicht allzu gut von uns. Und jetzt haben wir wieder ein Problem, das typische gommische Problem. Wir haben ganz viel Stuff. Aber keine Blöcke, deswegen holen wir uns da Blöcke von oben und der Block geht einfach, glitscht einfach weg wegen den Bots, die quasi dann gespawnt werden, wegen Kill-Aura, glaube ich zumindest. Deswegen, die spawnt der Block wieder und jetzt kommt es ganz, ganz nur zum Ende, und zwar läuft Blau in unsere Base, kann eventuell das Bett abbauen, aber wir laufen deswegen jetzt zu Blau mit der Enderperle ausgerüstet, aber trotzdem nutzen wir sie nicht. Hoffentlich bekommt, ja, Blau ist down. Wir haben das Bett quasi für uns. Können wir es gleich mal nach oben bauen. Und hoffentlich bekommen wir das Ganze. Leute, ich würde euch wünschen, mal eine Bewertung abzugeben, wie ihr das fandet. Ihr müsst jetzt nicht zwingend einen Daumen nach unten geben, weil es irgendwie das Bedwars ist oder so. Einfach dann nicht bewerten, wenn ihr es nicht wollt. Wenn es euch gefallen hat, ich gerne mehr Bedwars-Videos, auch Commentaries machen soll. Ich wiederhole auch nochmal hier ganz explizit, es werden keine SG-Folgen verkürzt oder so. Es kommt beides immer noch gleich viel, aber Commentaries bei SG ist momentan für mich ein bisschen schwerer aufzunehmen. Mache ich mal einfach ein Bedwars-Video. Und ich bin mal gespannt, wie die Folge ankommen wird. Und wir bekommen den Typen jetzt natürlich auch problemlos und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, eventuell mit Bedwars. Hauen Sie rein, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen, bis dann. Tschüss!